Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Ja, in der letzten Folge, uppala, haben wir ja die, haben wir die Donuts, Croissants und alles bestellt, die Regale aufgestellt in unserem Supermarkt und haben alles soweit vorbereitet. Was wir heute aber noch tun müssen, damit das überhaupt ins Rollen kommt, ist bei uns im Bisman uns mit unserem Logistikmanager auseinandersetzen, der ja beide Resch und Fresh aktuell versorgt, und ihm sagen, hey, wir haben neue Ressourcen, ich hätte gerne von dir, schau mal, wir können jetzt mal gucken, wie lange das immer so circa hält, ausverkauft. Ich würde mal jetzt zum Beispiel, Papiertüten kann man nie genug haben. Wir reduzieren die Dosen mal auf 2000, würde ich sagen. Tiefkühlkost auf 3000, auch 2000. Ich habe nie so viel auf Lager gehabt, wie ich hier auf Lager habe, aber mei. 2000 hier. Und dann tun wir 1500 von allen dreien mal hier einführen. Und schauen, wie gut sich das hält. Nicht 15.000, bist du wahnsinnig. Und das soll er jetzt dann hinzufügen. Ich bin mir das nicht, ob er das heute macht. Oder ob er es erst morgen macht. Das sollten wir aber doch wahrscheinlich im Resch und Fresh sehen. Also, diese Kurve ist der pure Wahnsinn. Aber wir sollten eigentlich für alles gut ausgestattet sein. Verkaufsstelle. Ja, alles super. Alles super. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt einfach hier ein bisschen zocken. Voll zocken und die Nacht überspringen. Die sind immer noch da, das macht er ja nicht erst morgen. Der tut leider nur in der Früh das Ganze machen, das ist ein bisschen schade. Dann lassen wir mal durchspielen. 24 Uhr. 40.000 wieder glatt. Respekt. Ja, bedeutet, ab heute müsste es ja bei uns die Limited Edition Donuts geben. Taxi, willst du jetzt mich haben oder willst du hupen? Ich zahl dir. Sind da welche drin? Oh ja, da siehst du es. Croissants. Donuts. Alles in the house. Schicke Sache. Alter, hier geht's auch wieder ab. Wahnsinn. Gut, aber dafür haben wir die ganzen Mitarbeiter. Alles super. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt müssen wir natürlich den Net Revenue herausfinden, ob er mehr umsetzt. Taxi. Superb, superb. Ob das sich für uns lohnt. Wir testen es natürlich am größten Laden, den wir jemals hatten. Ist aber auch komplett wurscht. Aber wenn alles passt, dann ist ja alles gut. Na, bitte bis 8 Uhr. Timeskip Simulator. Oh, 40.000 wieder glatt, okay. Das finde ich jetzt natürlich nicht unbedingt so prickelnd. Vor allem, dass ich kein Essen mehr gerade habe. Ist gerade irgendwie eine uncoole Sache. In 4 Stunden, ja, dann gehen wir zum Einkaufsladen, zum Supermarkt. Was haben denn alle schon wieder? Alle sind wieder am Shoppen. Kann es sein, dass meine... Ich muss noch meinen Donut einstellen. LKW, lass mich durch. Das kann gut sein, dass ich meine Donuts noch nicht gescheit eingestellt habe. Wir schauen gleich mal auf den Businessman, wie es ausschaut, wie viel wir verkauft haben. Weil rein theoretisch müssten wir sie ja verkaufen können. Ich weiß nicht, warum wir jetzt zum Beispiel keinen wirklichen Profit damit geschlagen haben. Das ist natürlich jetzt gerade eher ungut. Schauen wir mal im Businessman. Er macht ja nicht wirklich viel mehr. Das ist eigentlich bis jetzt immer noch traurig, aber wahrscheinlich einfach wegen der Gegend.
Inventar und Preise. Lustig, die Donuts werden gar nicht aufgeführt. Seht ihr das? Steht nicht auf unserer Liste. Das ist interessant. Ich schlafe nochmal. Vielleicht liegt es einfach daran, dass wir... Ja, okay, das ist natürlich jetzt viel Zeitverschwendung. Ich weiß, bla bla bla. Hin und bla bla her. Aber vielleicht ist es einfach, dass er das akklimatisieren muss. Muss ich irgendwas einstellen vielleicht? 44.000. Erstmal hier... Nein, eine frische Lebensmittel. Okay. Bismen. 24.000. Warum wird das hier nicht auf dem Auge? Vielleicht sind auch nicht die meistverkauften Lebensmittel. Das kann natürlich auch sein. Aber ich kann es echt nicht sagen. Es könnte auch, schauen wir mal auf die Einblicke. Rein theoretisch hätten wir ein Plus an Kunden. Was ich natürlich auch machen könnte, um das Ganze zu verbessern. Ich habe doch hier noch so einen schönen Kontakt in meinem Telefon, oder? Unternehmen. Marketing. Anrufen. Sie rufen uns außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Was sind denn eure... Oh, heute geschlossen. Super. Naja, dann tun wir heute das, was kein Kunde möchte. Preise steigen lassen. Aber es hilft uns, weil es schöne Profite ausschlägt. Taxi! Weil vom Preis her sind wir gleich gar nicht so schlecht und... Wow. Was geht denn an der Kasse ab? Ist das gerade nur ein Nebeneffekt oder sehe ich da gerade eine Schlange, die bis zum Mond wächst? Holy shit. Jetzt mal in den Bismen. Ja, schön frisch süd. Inventarpreise. Ich erhöhe mal die Preise von ihm hier auf 4. Von dir auf 3. Und von den Cupcakes tun wir uns auch auf 4 erhöhen. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann die leider nicht vorspulen. Der Button fehlt mir, dass du einfach so stehen kannst und vorspulen kannst, um halt so Analysen zu betreiben. Beschwert sich nicht. Wir haben jetzt alles locker um 60 Cent verteuert. Donuts kaufen, wir kaufen alles noch fein. Du musst halt auch das Maß so ein bisschen abschätzen können, ab wann wird es übertrieben. Ich glaube, da bin ich recht generous, das ganze Preis um ein Drittel zu erhöhen. Es ist super günstig. Donuts machen wir jetzt 3,30. So eine schöne Zahl. Euch machen wir 2,40 jeweils. Und wir schauen, was passiert. Jetzt müssen wir halt wieder kurz warten. Ich bezahle nicht so viel für ein Croissant, okay? Croissants, sagen sie schon, sind sie nicht gut gelaunt. Bei den Cupcakes meckert keiner, das finde ich super. Okay, es sind nur die Croissants, die sie gerade meckern. Das finde ich aber nicht schlecht. Dann tun wir jetzt die Croissants einfach wieder auf die 4 reduzieren, würde ich sagen, weil warum nicht? Einfach wieder auf die glatten 4 und dann ist alles gut. Aber der Laden scheint mir so eigentlich ganz gut zu laufen. Das finde ich super. Dann fahren wir wieder zurück. Überspringen die Zeit so ein bisschen.
und schauen, dass wir Montag mit dem Marketing-Team telefonieren. Und uns dann auf die Umsiedlung unserer Zentrale kümmern müssen. Oder vielleicht fahre ich auch einfach schnell mal eine Tonne preiswerten Schmuck kaufen. Wir haben noch Zeit, dann kaufen wir noch ein bisschen preiswerten Schmuck. Wir haben gerade das Geld, wir sind bei $346.000, also von daher sehe ich da jetzt nicht unbedingt das Problem. Frage, wo ist der Ritualenbad? Oh! Entschuldigung! Jetzt habe ich den von der Karte gekickt. Wow! Seid ihr denn alle wahnsinnig? Nicht so! Komm schon! Warum sind eigentlich parkende Autos fest? Und ich muss eventuell mal wieder zur Reparatur. 62%, ich habe die Folge 40% Schaden gemacht. Einmal umparken. Jo. Da ist preiswerter Schmuck und teurer Schmuck. Ah, die halten lange durch. Das ist. Da muss ich mir noch was einfallen lassen mit denen. Das ist der Gabelstapler. Da ist der Gabelstapler. Let's go. Wir nehmen eine Palette teuren Schmuck und würde ich sagen. Das sind nur sowas an. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade an Schmuckwert einpacke. Okay. Schau, wie viel ist unser Auto jetzt wert? 299.000. Das heißt, wir brauchen nicht so viel teuren Schmucklager verwalten. Wir tun teuren Schmuck zweimal weg. Parken, aussteigen. Dann haben wir jetzt so an die. Ja, immer noch 230.000, aber das sollte fürs Erste dann wenigstens reichen. Ich habe doch schon bezahlt, lass mich raus. Aber ist gut, jetzt haben wir halt genug auf Lager. Wir haben zwar nur noch 118.000 auf dem Konto, aber da mache ich mir jetzt am wenigsten Sorgen drum. Einfach mal eine Shoppingtour für 200.000. Wer macht das denn nicht? Ist ja eh nur schlafender Wert. Von daher kann es mir ja relativ wurscht sein. Oh, Entschuldigung. Ich muss zur Werkstatt. Ganz, ganz dringend. So, jetzt müssen wir dann gleich abbiegen. Du Ampel bleibst jetzt grün. Einfach den Gegenverkehr nutzen. Ist mein Parkplatz wenigstens frei? Hallöchen. Ja, mein Parkplatz ist frei. Super. Nicht schon wieder ins Haus krachen. Das reicht einmal pro Tag. Die Person können wir krachen. Die ist eh durchsichtig. Parken. Ich brauche schnell eine Hebebühne. Eine Hubwagen. Was läuft denn hier für Musik? Holy shit. Einmal bitte Lager verwaltern. Wir nehmen gleich mal den teuren Schmuck mit. Ist zwar gerade der preiswerte Schmuck bei beiden ausgegangen, aber ich mache mir nichts Sorgen gerade darum. Der preiswerte Schmuck kommt gerade, die Lieferungen sind unterwegs. Alles gut. Auffüllen bitte.
Der preiswerte Schmuck ist da. Sie müssen nur gescheit gucken. So. Sie drehen einfach um, so... Ach, der Laden hat geschlossen. Ich wollte mich gerade beschweren, dass die jetzt einfach reinkommen, sich ein Körbchen nehmen und abhauen. Aber nein, die machen das ja schon richtig. So. Dann werden wir aber auch das jetzt nutzen. Und zum Beispiel schlafen gehen. Einfach um... Jetzt ist dann Sonntag. Umsatz 47.000. Wir steigen den Umsatz. Bin gespannt, wann die nächste Steuer kommt, weil dann haben wir ein Problem. Noch einmal schlafen. Jetzt schlafen wir bis 8 Uhr in der Früh oder so. Dann bin ich gespannt, was das Marketing ausmacht. Eine Nachricht vom... Ich hab's gewusst! Nachricht vom Finanzamt. Steuern zahlen in 20 Tagen. Erschlag mich, Steuer. 104.000. Wie viel haben wir an Umsatz gemacht insgesamt? Wenn ich nichts ausgegeben hätte, hätten wir 1,141 Millionen, also fast 1.142.000 Dollar Umsatz gemacht. Der größte Umsatz war vom alten Resch und Fresh. Aber der neue Resch und Fresh, der Resch und Fresh Süd, hat auch nicht so wenig reingebracht. Also du siehst die Unterschiede. Er hat schon mehr eingebracht wie unser Jules and More. Vom Tag 161 bis 120. Also immer 60 Tage. Ja, dann tun wir heute halt da mal das einzahlen. Gut, ich möchte gerne mit der Marketingagentur sprechen. Nochmal anrufen. Ich würde gerne für Resch und Fresh Süd eine große Internetkampagne aufgeben. Preis pro Tag 500. Pff, das werden wir easy hoffentlich reinholen. Nein, dankeschön. Dann würde ich gerne einmal bei uns auf Economic View schauen und schauen, was unsere 50.000. Das ist ja nix. Hätte ich 1 Million ansetzen müssen, damit ich ein bisschen Profit mache, oder was? Wahnsinn, mich kostet allein die blöde Krankenversicherung 215. So, wo war nochmal die blöde Versicherung? Ich fahre mit dem Taxi hin. Wenn ich mit meinem eigenen Auto fahre, ist es danach nur Schrott. So, warte mal, wo ist denn dieses blöde Finanzamt? Finanzamt. Target. Da ist die IRS. Oh, ich habe noch nichts gegessen. Ups. Guten Tag. Ich würde gerne meine 104.000 Dollar Steuern zahlen. Zahle mindestens... Das ist ein Achievement. Hey, du hast es geschafft, 100.000 Dollar... Steuern zu zahlen. Sei froh jetzt. What? Alter, what? Wir schlafen jetzt trotzdem noch eine Nacht, denn ich würde gerne wissen, ob... Also der das Ganze, was wir an Besitz haben, steigt so oder so. Also da können wir sagen, was wir wollen. Wir machen immer mehr Profit. Die Frage ist, ob, wie viel die Marketingkampagne uns jetzt bringt. Warum 33.000? Sind die Steuern gestiegen? Habe ich was überhört? Nein, ich wollte zu Resch und Fresh... Oh mein, ich habe meine Maus gerade umgestellt. Oh, so.
Oder ist das Marketing einfach noch nicht angelaufen? Marketing 6%. Ich schlafe nochmal, das gibt's doch gar nicht. Und? Hä? Marketing hat es schlechter gemacht? Ich wusste, ich hätte das Geld niemals in Werbung setzen sollen. Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich weniger Kohle mache. Was ist denn jetzt passiert? Original. Vom Montag auf den Dienstag hatten wir den größten Einbruch von Kunden. Das war der Tag, wo ich Werbung geschaltet habe. Hä? Bitte was? Bin ich jetzt. Warum macht diese große Marketingkampagne quasi nichts? Gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir werden jetzt in den nächsten Folgen Stück für Stück, ich kann das Ei essen, wenn wir haben, auch schon unser Business zu vergrößern. Vielleicht müssen wir nochmal einen Supermarkt-Einkauf bauen, um unser Business zu vergrößern. Vielleicht auch ein paar kleinere. Werden wir aber uns anschauen. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.